Hey und herzlich willkommen zurück auf Pascal Industries. Mein Name ist Pascal und das ist Teil 3 von meinem Pokémon Platin Let's Play. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in St. Gemme aufzusuchen. Nun, ich muss aufbrechen. Krasser Typ. Lucia, Professor, warten Sie auf mich! Es tut mir leid, lasst mich bitte durch. Was sagst du dazu? Professor Eibe ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Ja, total. Pascal, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nö. Was ist das denn für eine Einstellung? Ein Nein lasse ich nicht gelten. Pascal, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Ein Nein lasse ich nicht gelten. Oh Gott. Selber Text noch einmal. Ja, komm, kämpfen wir, Alter. Ich wollte sowas schon immer sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Zeit für ein... Oh, warte, das ist was anderes. Ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Plinfa wird von Pokémon-Trainer Hanky in den Kampf geschickt. Ich liebe es. Das war die perfekte Idee, ihn so zu nennen. Los, Plinfa. Panflam. Panflam, ja. Panflam. Was soll Panflam tun? Kratzer oder Silberblick? Kratzer, Silberblick. Kratzer, Silberblick. Soll ich den Maus beim nächsten Mal ausblenden? Also ich werde es jetzt beim nächsten Mal erstmal ausblenden und ihr schreibt mir da einfach in die Kommentare, ob euch die Maus vielleicht unten stört dann. Kratzer oder Silberblick? Wir können nur Kratzer nehmen. Silberblick bringt uns jetzt gerade erstmal nichts Schadenmäßiges. Jetzt setzen wir Silberblick ein. Und senken damit die Verteidigung. Ja. Weil wir so voll geil sind. Ah, der senkt unseren Angriff. Der kleine Drecksack. Der kleine Drecksack, ey. Oh, Mann, ey. Jetzt senkt er den noch weiter. Ich glaub's ja nicht. Niemals. Wir machen weiter. Wir erreichen jetzt erst unser Maximum. Ja. Yeah. Komm. Silberblick. Jetzt hiernach, wenn wir können, setzen wir nochmal Silberblick ein. Er senkt unseren Angriff echt weit ab. Junge. I don't like. I really don't like. Komm, jetzt machen wir den platt. Setz Toiler ein. Oh, shit. Na komm, dann machen wir noch einmal. Komm, sitzt das jetzt? Ah, Dreck, man. Alter. Digga. Senkt unseren Angriff bis zum geht nicht mehr ab, ey. Das geht's ja gar nicht hier, ey. Voll doof. Yeah, Level up, Alter! Panflam erreicht Level 6, Alter. Geil! Dum-dum-dum.
Wir haben $500 gewonnen, yes! Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht und mein Pokémon braucht Ruhe. Bis später dann, Pascal. Bye bye. Oh, wir sind auch zu Hause. Was ist denn los, Schatz? Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen. Das hast du alles erlebt. Du und Hanky könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Eibe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Ja, Digga, ein fettes Giratina wäre vom Himmel zu uns geflogen und hätte uns voll fett in den Boden gerannt, weißt du? Ja. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Pascal, ich denke, du solltest Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in St. Gemme, oder? Bist ja jetzt nicht mehr ohne Pokémon. Da du ja jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Krass. Hier habe ich noch etwas für dich. Hier, Pascal, zieh die an. Pascal erhält Turbo-Tritter. Nach St. Gemme zu gehen ist ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbo-Trittern kommst du viel schneller von einem zum anderen Ort. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Oh nein. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Zieh die Turbo-Tritter an und gehe in neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Ja. Yeah. Ah. Bist du langsam, Pascal? Ich hab vergessen, was da stand. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Ja, natürlich. Wir fangen ein legendäres Pokémon mit unserem Pokémon auf Level 6 und 5. Ja, natürlich. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen, kann uns niemand was. Der Kampf, war das nicht unglaublich spannend? Ich wähle die Attacken und mein Pokémon führt sie aus. Ich werde sicherlich häufig kämpfen und mich mit Pokémon anfreunden. Ja, komm, dann gehen wir mal zu dem friggin' See, Alter. Warte, an der Stelle machen wir mal ganz kurz Pause. Wir haben schon 20 Minuten Spielzeit und wir sind bei fast einer halben Stunde Aufnahme. Das bedeutet, die Folge war zweigeteilt. Ich hoffe, dass es für euch jetzt an einer schönen Stelle gekappt war. Dreigeteilt am besten sogar. Ups. Neu, läuft bei mir. Setzen wir beim nächsten Mal einen Timer. Ja, lasst mir auf jeden Fall irgendein Feedback da. Like, Comment, Abo. Je nachdem, wie es euch gefallen hat und ja, mit dem Speichern beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. That's all, folks. Ebony, that's all, folks.